Hallo und ein ganz herzliches Willkommen zu einem neuen Video von mir. Und der erste Monat des Jahres 2023 ist schon wieder fast rum und ihr wisst, was das heißt. Jetzt kommt mein Neuzugänge-Video und ich war im Januar wahnsinnig fleißig, denn ich habe 28 Manga gekauft und gelesen. Aber irgendwie wünsche ich mir, dass bald mal wieder eine 30 da steht. Ich habe schon länger keine 30 Manga mehr geschafft zu lesen in einem Monat und irgendwie habe ich da schon Bock drauf. Aber 30 ist auch eine Zahl, da müsste man einen Manga pro Tag schaffen. Wo ich habe immer das Gefühl, dass ich einen Manga pro Tag lese, aber vielleicht gibt es dann auch mal so Tage, wo man sich so denkt, heute mache ich mal Pause. Ah, ich hätte schon Lust, mal wieder mehr zu lesen. Mal gucken. Aber auf jeden Fall hoffe ich, ihr hattet einen wunderschönen Januar und jetzt richtig Lust, mit mir zusammen meine Neuzugänge anzugucken. Wir starten wieder mit dem Verlag, bei dem ich am wenigsten gekauft habe im Januar. Und das ist Manga Kite. Und hier habe ich mir natürlich Love of Kill Band 5 geholt. Und er war wieder so toll. Oh, ich liebe diese Reihe einfach total. Ich finde es so, so spannend, die beiden Protagonisten zu beobachten und vor allen Dingen die Vergangenheit von unserer Protagonistin Chaton zu ergründen und vor allen Dingen natürlich so ein bisschen die Love Story zwischen den beiden, die ist halt auch einfach cool. Hier hatten wir in dem Band leider ein bisschen weniger davon, da unser Protagonist ja in Schwierigkeiten gekommen ist im letzten Band und unsere Protagonistin Chaton jetzt mal dran ist, ihn so ein bisschen zu retten. Und das war sehr, sehr cool. Natürlich ist der Band oder generell die Reihe nichtsdestotrotz eigentlich schon ziemlich brutal. Aber es ist leicht zu ertragen, finde ich. Es ist irgendwie verrückt, wenn man das mal mit The Killer Inside vergleicht. Was so ein bisschen ähnlich ist, ist The Killer Inside auf jeden Fall härter als jetzt Love of Kill. Aber hier sterben durchaus auch schon Menschen, weil es ja um ein Killerpärchen irgendwie geht. Aber auf jeden Fall war der Band wirklich sehr, sehr cool wieder. Ich finde es immer ein bisschen schade, dass die so dünn sind, die Bände, weil ich es halt wirklich sehr, sehr gerne lese. Ich kann die Reihe weiterhin jedem empfehlen. Ich habe auch gesehen, dass es dazu, glaube ich, ein Anime gibt. Und ich glaube, den möchte ich mir auch mal ansehen. Weil das animiert muss auch ziemlich cool aussehen, wenn die da ihre Kämpfe führen. Von daher, ich kann die Reihe wirklich sehr, sehr empfehlen. Ich mag sie super gerne. Und wer so ein bisschen Romeo und Julia Flair möchte, der ist hier auf jeden Fall sehr richtig. Weiter geht's mit Kase-Crunchyroll. Und hier macht den Anfang Zerf of the End. Und zwar die Bände 19 bis 21. Und hier möchte ich eigentlich auch zusehen, dass ich auf den aktuellen Stand komme. Da sich ja bald das Logo ändert, beziehungsweise immer in der Erstauflage denn so ein Umschlag mit drum sein wird, weil ja Kase so gesehen nicht mehr existiert, sondern von Crunchyroll aufgekauft wurde. Und deswegen kommt bald das Crunchyroll-Logo auf die Cover, beziehungsweise hinten auf dem Buchrücken. Und da ich ein ziemlicher Monk bin, was das angeht, weil ich mag es einfach nicht, wenn sich was am Buchrücken ändert, brauche ich unbedingt die Erstauflage mit den Umschlägen, denn die gibt es nur in der Erstauflage. Deswegen muss ich unbedingt auf den aktuellen Stand kommen. Aber auf jeden Fall fand ich es wirklich sehr, sehr gut, hier mal wieder weiterzulesen. Ich bin jetzt gefühlt wieder richtig drin in der Story. Ich lasse mir da ja auch ganz gerne mal Zeit bei der Reihe, weil ich einfach überhaupt nicht einschätzen kann, wann die mal abgeschlossen sein wird. Jetzt in Band 21 hat der Mangaka oder das Mangaka-Team immerhin erwähnt, dass der Manga bald auf seinen Höhepunkt kommt. Aber ich weiß nicht, ob das im Umkehrschluss heißt, dass die Reihe bald beendet sein wird. Ich weiß es nicht. Also ich bin da, falls jemand von euch da mehr weiß, ob diese Reihe ein Ende hat oder ein Ende in Sicht ist, schreibt mir das sehr, sehr gerne mal in die Kommentare, weil die Reihe habe ich ja schon wirklich sehr, sehr lange in meiner Sammlung am Laufen und ich habe mir nie Gedanken darüber gemacht, wann die mal enden wird. Deswegen lasse ich mir da auch immer so Zeit, weil es da ja immer Nachschub gibt irgendwie. Aber auf jeden Fall fand ich die Geschichte wirklich sehr, sehr gut. Ich muss aber sagen, das habe ich ja schon öfter erwähnt, dass ich sie damals, als ich sie angefangen habe, deutlich besser fand. Ich weiß nicht, ob das jetzt an meinem fortgeschrittenen Alter liegt oder ob sich die Story halt wirklich so verändert hat. Es ist schon ein bisschen ernster, aber ich muss sagen, es ist mir noch nicht zu ernst. Es ist schon doch immer sehr kindlich gemacht, finde ich. Obwohl es da schon um die Apokalypse und alles geht, finde ich es irgendwie immer noch sehr leicht. Versteht man, wie ich das meine? Und ich wünsche mir so ein bisschen mehr Ernsthaftigkeit teilweise. Und auch der Protagonist Yu ist mir nicht mehr so sympathisch wie am Anfang. Ich weiß aber, wie gesagt, nicht, ob es jetzt wirklich an der Veränderung liegt, ob irgendwas verändert wurde von dem Manga-Team oder an mir selber. Ich kann das irgendwie gar nicht mehr sagen. Dazu müsste ich die Reihe nochmal von vorne lesen. Und da muss ich ehrlich mit euch sein, da habe ich nicht so Lust zu. Das sind ja ein paar mehr Bände und in der Story kommt man ja eigentlich ganz gut rein. Also ich weiß noch genau, was passiert ist. Und von daher ist das alles nicht so schlimm. Aber es ist mir irgendwie alles nicht mehr so sympathisch, nicht mehr so spannend. Ich weiß nicht, wie ich das beschreiben soll.
Aber nichtsdestotrotz finde ich es sehr unterhaltsam. Die Bände lassen sich gut durchlesen und die hat man vor allen Dingen, was ich ziemlich, ziemlich cool fand, etwas über die Vergangenheit von Mikael und Yu erfahren. Und das fand ich sehr spannend, weil das spielt auch in einer Zeit, die ich auch ziemlich feiere, also in der Vergangenheit. Und das fand ich sehr, sehr cool. Und nichtsdestotrotz möchte ich natürlich erfahren, wie das endet, weil es dann doch schon sehr, sehr interessant ist, was jetzt schlussendlich passiert mit der Welt und ja, wie es mit unserem Protagonisten weitergeht, beziehungsweise was er eigentlich ist und woher er kommt. Aber ja, ich muss dennoch sagen, es ist nicht meine Lieblingsreihe, die gerade bei mir am Laufen ist, so gesehen. Aber ich werde sie nichtsdestotrotz weiterlesen, weil ich sie einfach schon so lange habe. Und was ich dazu noch sagen wollte, ich liebe das alte Format von Carlsen und Kase. Diese handlichen kleinen Manga von damals, die finde ich einfach so cool. Die lassen sich so schön in der Hand halten. Ich weiß nicht, kennt ihr das? Jetzt sind ja die meisten Bände alle so groß geworden und Veredelung, was ja auch sehr schön ist. Aber ich mag auch manchmal einfach dieses einfache Format, was klein und handlich ist und ja. Ich mag's. So, dann geht es weiter mit Leb wohl, mein Rosengarten, Band Nummer 2. Und ich habe mich so gefreut, da endlich weiterlesen zu können. Ich fand den zweiten Band genauso gut wie den ersten. Und, oh Gott, die Geschichte finde ich einfach so, so toll. Ich kann sie wirklich jedem empfehlen. Vor allen Dingen erfahren wir hier ein bisschen mehr über die Vergangenheit von Alice und warum sie denn genau jetzt sterben möchte. Vor allen Dingen wird es ja auch ein bisschen brisanter, denn eine der Protagonistinnen wird sich ihrer Gefühle bewusst. Und da die beiden nun mal immer noch im viktorianischen England leben, ist das ein bisschen schwierig, da ja dort natürlich die Menschheit nicht so offen war, wie wir alle wissen, für Homosexualität und das ziemlich verpönt war. Und ja, das ist, bringt halt viele Schwierigkeiten mit sich und das macht alles so ein bisschen bitterer, weil man ja auch weiß, dass es damals so war. Teilweise ist es ja sogar heute noch so in manchen Gegenden oder bei manchen Menschen. Aber hier wird es einem halt schmerzlich bewusst, dass es da kaum Möglichkeiten gibt. Und wenn, sind diese sehr steinig und schwer. Aber auf jeden Fall mag ich wirklich alles an der Geschichte, das Zeitalter, der Aspekt des Feminismus, dass es ja auch hier darum geht, dass Frauen zum Beispiel keine Romane schreiben dürfen. Und vor allen Dingen, dass hier nur der Mann das Oberhaupt sein kann. Deswegen hat ja unsere Protagonistin Alice so viele Probleme. Aus diesem Grund finde ich, dass es halt auch was für diejenigen sein können, die jetzt gar nicht so viel mit Girls Love anfangen können, sondern eher auch auf historische stehen, auf eine total tiefgründige Geschichte, auf einen wunderschönen Zeichenstil. Das bringt die Reihe auf jeden Fall mit. Und ich finde halt auch, der Aspekt des Girls Love ist für mich natürlich schön, weil ich es gerne lese. Aber ich mag hier wirklich gerne die Geschichte drumherum, weil es einfach so interessant ist, wie damals die Frau gesehen wurde, was es da für Probleme gibt. Und vor allen Dingen ist es auch wirklich süß, wie sich da die Gefühle bei beiden so ein bisschen entwickelt. Und ja, ich finde die Reihe mega toll. Ich hätte nie gedacht, dass in so einer kurzen Geschichte so viel drinstecken kann. Und ich kann es wirklich jedem empfehlen. Es ist toll, es ist in 3 Bänden abgeschlossen. Und ja, ich finde Leb wohl, mein Rosengarten einfach mega toll. Ist für mich ein richtiges Highlight. Dann kommen wir zu Egmont. Hier habe ich mir diesen Monat 6 Bände gekauft. Und den Anfang macht Cardcaptor Sakura. Und zwar die Bände 9 und 10. Denn ich wollte hier unbedingt mal weiterlesen. Denn die Reihe ist ja jetzt auch demnächst abgeschlossen. Und ich muss zugeben, ich schluder ein bisschen, mir da immer den aktuellsten Band zu kaufen. Deswegen bin ich auch erst bei Band 10. Ich glaube, es sind schon ein paar mehr draußen. Aber ich finde, ich komme immer relativ gut in die Geschichte wieder rein. Und was auf der einen Seite ein bisschen traurig ist, die lassen sich halt auch so super schnell durchlesen. Hier ist wirklich sehr, sehr wenig Text in der Reihe und sie sind halt super dünn. Clem setzt ja generell immer viel auf ihre Bilder. Die können ja auch atemberaubend schön zeichnen. Aber dafür gehen halt die Geschichten bzw. die Bände super schnell durchzulesen. Aber nichtsdestotrotz finde ich es einfach so süß, dass es eine Nachfolgerei von Cardcaptor Sakura gibt, was ja auch einfach meine Kindheit war früher. Und es ist so schön, die beiden jetzt als Mitschüler zu sehen und was sie jetzt für Probleme haben. Wirklich toll. Ich finde den Clear-Cut-Art auch sehr, sehr schön zu lesen. Ich bin gespannt, was es jetzt alles so mit sich bringt, weil ich muss sagen, so richtig verstehe ich noch nicht, was daraus resultieren wird oder wie das Ende sein könnte. Aber das hat ja Clem generell so an sich, weil deren Geschichten sind halt häufig verwirrend. Und es fängt auch schon hier ein bisschen an, dass ich manchmal verwirrt bin, aber das kann natürlich auch dem geschuldet sein, weil ich hier halt nicht so regelmäßig weiterlese. Aber
Total toll, mega Zeichenstil und ja, es ist einfach so süß. Ich finde diese Nachfolgegeschichte einfach so putzig. Dann habe ich weiter bei Tokyo Girls gekauft und zwar Band Nummer 3 und den fand ich auch wirklich sehr, sehr gut. Im Gegensatz zu Cardcaptor Sakura hat diese Reihe wirklich unglaublich viel Text, aber es stört mich wirklich nicht bei dieser Reihe, denn ich finde sie so spannend, so lustig zu lesen, einfach mega interessant, was die Charaktere dazu erzählen haben. Total toll, wirklich. Aber woran ich manchmal denken muss, ich kann das ja wirklich sehr, sehr gut nachvollziehen, weil ich mich ja auch irgendwo in der Altersgruppe befinde. Und ich muss auch sagen, dass ich das gerade in meinem Umfeld auch mitbekomme, dass halt viele auch gefragt werden, möchtest du nicht Kinder kriegen oder möchtest du nicht heiraten oder dies oder das oder jenes. Und das ist ja wirklich das ganz große Thema dieser Reihe, weil die Protagonistinnen 33 sind, noch nicht verheiratet, eher Karriere avisiert, nicht mal das, manche auch nicht, sondern finden vielleicht nicht die große Liebe, aber möchten halt eigentlich sich verlieben, einen Partner haben und nicht alleine sein. Das ist so ein bisschen das, worum es geht. Aber ich finde, wenn man sich vielleicht jetzt in einer Situation befindet, wo man unglücklich alleine ist oder auch so wie die Protagonisten nicht alleine sein möchte in dem Alter. Und dann liest man so einen Band, der halt teilweise wirklich ein bisschen gemein ist, muss ich zugeben. Also die Mangaka, ich verstehe, dass sie das so vermitteln möchte, aber es ist schon manchmal ziemlich gemein für die Frauen, die da mit 33 noch alleine sind, die denn da auch schon sehr beleidigt werden und so und dann auch gesagt werden, du brauchst dir keine Hoffnung mehr machen, mit 33 findet man keine große Liebe mehr, was ja überhaupt nicht stimmt und das vermittelt ja auch der Band, also darum wird es ja wahrscheinlich in der Geschichte gehen, aber ich finde es, wenn man vielleicht sich dadurch getriggert fühlen kann, kann es schwierig sein, sage ich mal so, aber ich denke, also ich kann es noch nicht mit hundertprozentiger Sicherheit sagen, aber ich denke, die Message dieser Reihe wird halt sein, dass man halt mit 33 noch die große Liebe finden kann und es nicht schlimm ist, dass man nicht verheiratet ist und keine Kinder hat, weil das ist nun mal nicht Standard. Das war vielleicht mal, aber jetzt nicht mehr. Und auf jeden Fall finde ich die Reihe total toll. Ich bin gespannt, wie es weitergeht. Ich kann sie weiterhin jedem empfehlen und ja, das war jetzt nur so ein ganz kleiner Kritikpunkt, weil mir ist schon aufgefallen, dass die Mangaka schon manchmal wirklich sehr gemein ist, aber was auf sarkastische Art und Weise ja auch gemeint ist, was die Leute halt wirklich sagen über solche Frauen, die als Single sind. Gerade in Japan ist es ja nochmal eine Stufe schlimmer. Aber man möchte das vielleicht auch manchmal nicht sehen. Ich weiß nicht, ob ihr versteht, was ich meine. Dann geht es weiter mit einer wunderschönen Reihe, und zwar Atelier of Witchhead. Und hier sind wir schon bei Band Nummer 10, was total krass ist. Ich kann mich noch genau erinnern, als die Reihe rausgekommen ist. Und ich habe mich mega gefreut. Ich finde die Reihe so wunderschön. Ich kann auch verstehen, dass relativ selten ein Band rauskommt, weil der Zeichenstil einfach super detailliert ist. Und ich denke, der würde einfach viel Zeit in Anspruch nehmen. Aber auf jeden Fall befinden sich unsere Protagonisten noch auf dem Silbernachtsfest. Und dort ist es so, dass die Magier Erfindungen vorstellen, die die Menschheit so ein bisschen weiterbringt. Also die zeichnen ja Zauberkreise und dadurch erfinden sie was, wo Menschen vielleicht fliegen mit können oder bessere Ernte erzielen können, so solche Sachen. Aber auf jeden Fall gibt es hier noch eine Nebenstory und zwar unsere Protagonistin Coco trifft auf einen Jungen, den wir aus früheren Bänden treffen und dieser ist nicht mehr so gut zu sprechen auf Magier, denn der hat sich den Krempenhüten angeschlossen. Das ist ja so gesehen die Antagonistenorganisation dieser Reihe. Und hier geht es auch so ein bisschen darum, dass dieser Junge jemanden beschützen möchte, der eigentlich dem Tode geweiht ist. Und es ist sehr krass zu sehen, was er für eine Methode dafür anwendet. Da möchte ich nicht so viel zu sagen, weil das wirklich für mich auch eine Überraschung war, als ich das gelesen habe. Wirklich sehr, sehr cool. Vor allen Dingen, das habe ich glaube ich schon mal gesagt, ich dachte immer, die Reihe wäre so schön, so locker leicht, aber sie hat auch wirklich sehr, sehr viele ernste Themen drin. Und das wurde mir auch in diesem Band bewusst, denn was sie auch macht, dass sie halt mit der Moral von einem spielt, beziehungsweise was ist das, was dir wichtig ist. Und gerade in dieser Welt ist es ja so, dass es Magiern teilweise verboten ist, erstmal zu sagen oder zu zeigen, wie sie zaubern. Denn grundsätzlich kann jeder Mensch zaubern, aber es darf nicht jeder Mensch zaubern. Und vor allen Dingen könnten sie mithilfe der Zauberei Krankheiten heilen oder halt Todgeweihte retten. Aber es ist verboten. Und das hat halt einen guten Grund.
Aber wie steht man selber dazu? Das ist immer die Frage, weil ich könnte zum Beispiel die Krempenhüte teilweise auch nachvollziehen, was da so der Hintergrund ist. Und sowas liebe ich ja, wenn ich sogar die Gegnerpartei verstehen kann. Einfach total tolle Reihe. Ich kann sie wirklich sehr, sehr empfehlen. Und dann kommen wir zu einer noch so, 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 so tollen Reihe, die jetzt bald abgeschlossen ist im nächsten Band. Und zwar Color of Happiness Band 10. Und oh, der Band hat es so in sich gehabt. Ich bin so gespannt, wie diese Reihe enden wird. Ich kann hier jetzt auch nicht so viel sagen, auch nicht so viel reinblättern. Aber auf jeden Fall ist es für mich echt immer eine Emotionsfahrt, so ein Band zu lesen. Ich liebe es wirklich. Auf jeden Fall kommt es ja jetzt zum Schluss nochmal zu einer Konfrontation zwischen unserer Protagonistin und ihren Eltern, die sie ja aufs Schwerste misshandelt haben, woraufhin sie ja froh war, dass sie entführt wurde, weil sie da rausgekommen ist. Und ja, auf jeden Fall stellt sie sich ihren Eltern und man erfährt halt viel darüber, wie unsere arme Protagonistin halt die ganze Zeit leben musste. Und das ist schon ziemlich hart, auf jeden Fall. Aber nichtsdestotrotz, es ist so spannend. Ich fühle mich auch nicht traurig nach so einem Band, sondern ich möchte einfach wissen, wie es weitergeht. Denn ich hoffe einfach nur inständig, dass unsere Protagonistin sowie der Protagonist glücklich werden. Aber diese Reihe hat so viele wichtige Themen und deswegen kann ich sie euch sehr, sehr empfehlen. Denn hier geht es um Missbrauch, um Entführungen, um Polizei. Also hier steckt wirklich so viel drinne und ich habe mich noch nie gelangweilt bei dieser Reihe. Ich möchte einfach nur wissen, immer wie es weitergeht. Deswegen kann ich euch die Reihe wirklich sehr empfehlen. Sie ist jetzt mit 11 Bänden abgeschlossen. Deswegen guckt mal rein. Sie ist super. Aber bei Egmont kamen diesen Monat wirklich viele Bände raus, die ich super fand. Denn es geht weiter mit Ranman Hype Band 3. Und ich liebe Ranman Hype. Ich freue mich wirklich so, so sehr immer noch über diese o Neuauflage, weil ich sie auch so schön finde und es so gerne lese. Denn ich habe immer das Gefühl, wenn ich an der Bände lese, dass ich mir keine Gedanken mache, dass es jetzt einfach so eine schöne Unterhaltung ist und man danach einfach ein gutes Gefühl hat. Und das ist Ranman Hype. Ist einfach auch meine Kindheit. Ich habe da total Nostalgiegefühle und bin einfach jedes Mal begeistert. Was ein kleiner Kritikpunkt ist an dem Band, aber das ist halt mein persönlicher Geschmack. Für mich ist, ich bin jetzt nicht so der Fan von dem Charakter Shampoo, der hier drin vorkommt. Für mich ist das so die Kikyu aus Ranman Hype, also ein Charakter, den ich nicht so toll finde. Aber klar, sie musste jetzt hier auch eingeführt werden und das ist auch vollkommen okay. Trotzdem waren die Geschichten süß. Aber ich weiß auch, dass sie jetzt gar nicht so krass viel Screentime hat. Deswegen ist das schon in Ordnung, weil Shampoo ist ja ähnlich gesehen wie Ryoga, halt eine Konkurrentin von Akane. Und ja, auf jeden Fall war das ganz niedlich zu lesen und ich mag nach wie vor wirklich so, so gerne diese Reihe und bin so froh, dass wir die Chance auf eine Neuauflage haben, weil ich persönlich muss sagen, ich finde die Neuauflage sehr, sehr viel schöner als die Altauflage. Deswegen habe ich mir auch die alten Bände nie gekauft und freue mich einfach, dass wir die Möglichkeit dazu haben. Deswegen holt euch die Neuauflage wirklich. Jetzt ist die Chance dazu und ich freue mich, sie ist super schön. Weiter geht's mit Carlsen und hier habe ich mir 7 Bände gekauft und hier geht es los mit Soul Eater Massive, die Bände 6 und 7 und ja, ich liebe es nach wie vor, im Soul Eater Universum unterwegs zu sein. Es ist so toll, oh, vor allen Dingen habe ich jetzt das Gefühl, dass ich echt gar nicht mehr so viel über das Ende weiß, was schockierend ist für mich, weil ich ja wirklich die Reihe unfassbar oft gelesen habe. Wohl die hinteren Bände gar nicht so oft wie die vorderen, aber ja, jetzt habe ich so das Gefühl, ich lerne doch nochmal ein bisschen Neues dazu, beziehungsweise die Geschichte ergibt für mich vielleicht ein bisschen mehr Sinn, denn Soul Eater war ja eine Reihe, die ich angefangen habe mit, ich weiß es nicht mehr, 16, 17 um den Dreh. Und das ist schon gut 10 Jahre, über 10 Jahre her. Auf jeden Fall ist es für mich wirklich interessant, nochmal das Ende zu lesen. Und der Mangaka weiß ich ja, dass der was drauf hat. Und vielleicht verstehe ich das Ende nochmal ein bisschen besser denn. Und oh, ich freue mich einfach so sehr. Ich liebe diese Reihe. Sie ist so toll. Sie hat individuelle Charaktere. Die Welt ist einfach mega krass. Und die Kämpfe sind cool. Ich kann es sehr, sehr empfehlen. Ich liebe es. Freue mich sehr über die Neuauflage. Es ist auch die einzige Reihe, wo ich die Altauflage und jetzt die Neuauflage hole. Aber auch einfach, weil ich sie so cool finde vom Rückenbild. Sie hat nicht mal Farbseiten. Ich fand nur das Rückenbild cool. Aber für mich ist das halt einfach eine Win-Win-Situation, weil ich so die Reihe, die ich liebe, nochmal lesen kann.
und dann eine weitere schöne Reihe im Regal stehen habe, die ein Rückenbild hat. Deswegen, ich mag die Reihe wirklich wahnsinnig gerne, kann sie auch nur jedem empfehlen. Ich werde sie auf jeden Fall demnächst beenden, weil ich möchte halt einfach alles komplett lesen, weil damals war ja für mich das Problem, dass ich immer warten musste, weil ich Soul Eater aktuell gesammelt habe. Und deswegen freue ich mich sehr, da weiterzulesen und weiter noch ein bisschen länger in diesem Soul Eater Universum zu sein. Dann habe ich mir einen weiteren Band von The Killer Inside geholt, und zwar Band Nummer 3. Und hier muss ich auch mal wieder gucken, dass ich da reinblättern kann, da ich ja schon mal erwähnt habe, dass die Reihe nicht ohne ist. Aber auf jeden Fall war es wahnsinnig spannend, weil hier kommt es jetzt dazu, dass der Protagonist und seine Freundin sich wieder vertragen und er ihr alles erzählt über seine zweite Persönlichkeit und die beiden so gesehen ausmachen, dass sie sein alter Ego, also sein anderes Ich, untersuchen wollen und besser kennenlernen wollen. Und das ist so spannend. Ich finde das so krass, weil das einfach so gut ausgearbeitet ist und es ist wirklich, als ob man die ganze Zeit einen Krimi verfolgt und wirklich mega gute Reihe. Ich freue mich da sehr weiterzulesen. Und ja, ich denke, die nächsten Bände werden demnächst mal einziehen. Dann kam in diesem Monat noch Don't Lie to Me, Band Nummer 4 raus. Und ja, ich muss immer noch sagen, dass ich mir ein bisschen was anderes erhofft habe. Aber hier war auch noch ein Extra drin, das muss ich vorher nochmal zeigen. Und zwar eine super coole Postkarte. Ich finde den Zeichenstil auch wahnsinnig schön von der Reihe. Aber auf jeden Fall habe ich so ein bisschen das Problem damit, dass die Mangaka halt eher das... Also ich habe das Gefühl, dass sie lieber Kurzgeschichten über kleine Kriminalfälle zeichnet, die manchmal auch ist, dass man irgendwas wiederfinden muss oder irgendwas, weiß ich nicht, Komisches halt ist. Und das ist nicht so mein Ding, weil ich habe mir eher schon krassere Kriminalfälle vorgestellt, gerade auch aus der Zeit und so. Das finde ich halt cooler. Der letzte Fall hatte wieder so den Flair, den ich gerne haben möchte von der kompletten Reihe. Deswegen habe ich noch ganz große Hoffnungen da drin, muss ich sagen. Vor allen Dingen hoffe ich, dass auch noch ein bisschen auf die Begabung der Protagonistin eingegangen wird, da sie ja Lügen erkennen kann aufgrund ihres Gehörs oder beziehungsweise wie sich wie das klingt, wenn jemand lügt. Und das finde ich auch sehr interessant. Ich habe noch große Hoffnungen in der Reihe. Ich hoffe, sie erfüllen sich noch. Ich werde die Reihe auf jeden Fall weiterlesen. Das ist für mich klar, aber ich hoffe es. Es wird noch ein bisschen so, wie ich mir das vorgestellt habe. Das würde ich mir wünschen. Dann kommen wir zu der Reihe, für die ihr im Januar abgestimmt habt. Und das ist Arte. Und hier habe ich mir gleich zwei Bände gekauft, weil ich mir schon gedacht habe, dass die Reihe mir gefällt. Und es ist auf jeden Fall so. Ich finde, die Reihe ist einfach wie gemacht für mich. Denn sie spielt halt in einem Land, was ich unglaublich toll finde. Und zwar Italien. Dann zu einer Zeit, die einfach mega ist. Nämlich in der Renaissance-Zeit. Und boah, es ist einfach so eine tolle Reihe. Das hätte ich auch nie gedacht. Ich weiß, dass ich gesehen habe, als sie rausgekommen ist. Aber irgendwie hatte ich sie nie auf dem Schirm. Deswegen bin ich umso dankbar, dass ich immer diese Abstimmung habe und dass ihr mir in die Kommentare schreibt, welche Reihen ihr toll findet. Das hilft mir wirklich sehr. Auf jeden Fall geht es hier um unsere Protagonistin Arte, die in einer adligen Familie geboren wurde, die jetzt nicht so hochständig ist, auch nicht so viel Geld hat, aber nichtsdestotrotz adlig ist. Und aufgrund ihres Vaters hatte sie immer die Möglichkeit zu zeichnen, was das ist, was sie liebt. Sie möchte am liebsten nur zeichnen, aber ihre Mutter fand das halt immer nicht so toll. Auf jeden Fall startet die Geschichte da, dass ihr Vater verstirbt und ihre Mutter halt möchte, dass sie heiratet. Und ich wusste das zum Beispiel gar nicht, man lernt auch was durch diese historischen Manga, dass zum Beispiel die Familien der Braut auch eine Mitgift immer zahlen müssen, wenn jemand verheiratet wird. Und die kann halt wirklich sehr teuer sein. Und das finde ich halt auch krass. Auf jeden Fall geht es hier darum, wir begleiten Arte auf ihren Weg, wie sie einem Malerlehrling wird und wie sie sich dort schlägt. Und vor allen Dingen ist es ja für Frauen wirklich in der Zeit fast unmöglich, so einen Beruf nachzugehen oder gar lesen und schreiben zu lernen, zumindest wenn man nicht adlig ist. Und das ist total cool, dass es hier um Frauenrechte aus dieser Zeit geht. Das ist einfach sehr cool und Arte repräsentiert das halt einfach total toll, denn sie möchte einfach gar keine Hilfe von Männern haben, möchte da gleichgestellt sein und möchte halt einfach ihre Malerausbildung machen. Und das ist total cool. Es ist eine super ruhige Geschichte, aber mit so viel Input und so wichtigen Messages und das finde ich einfach mega. Aber es gibt einen kleinen Kritikpunkt, da bin ich mal gespannt, was ihr dazu sagt in den Kommentaren, weil viele haben ja die Reihe auch. Was mir nicht so gefällt, Arte hat einen Meister, der halt ein bisschen grimmiger ist, aber er wirkt halt auch wie ein Meister und ich finde ihn eigentlich auch cool vom Charakter her. Aber Arte entwickelt halt Gefühle für ihn und ich muss sagen,
das ist nicht so ein Pairing, was ich feiere. Und ich hoffe, dass das einfach so eine Schwärmerei ist, weil das würde ja Sinn ergeben, weil das ja so gesehen der erste Mann ist, der sie so nimmt, wie sie ist, weil er sie ja als Lehrling aufnimmt und halt auch das respektiert, dass sie Malerin werden möchte. Ich hoffe nicht, dass die beiden schlussendlich zusammenkommen, weil ich weiß nicht, wie mir das gefällt. Ich bin mal gespannt, was ihr dazu sagt. Ich könnte mir auch vorstellen, dass viele das ganz toll finden, wenn die beiden ein Paar werden würden. Aber ich bin da ehrlich gesagt nicht so der Fan von. Aber mal sehen. Ich lasse mich überraschen. Die Geschichte drumherum ist einfach so, so gut. Und ich bin froh, wenn jetzt so eine Romance-Geschichte nicht so im Vordergrund steht. Deswegen, ich kann die Reihe sehr empfehlen. Ich finde sie wirklich so toll. Vielen Dank für die Abstimmung dafür. Und ja, hat genau meinen Geschmack getroffen. So, dann habe ich mir noch was richtig Cooles gegönnt. Auf jeden Fall kam die Neuauflage von Neon Genesis Evangelium raus und ich musste sie mir holen, weil es mich immer persönlich ein bisschen gestört hat, dass ich nie was von dem Universum gesehen oder gelesen habe. Als ich richtig angefangen habe mit Animes, also dass ich schon wirklich im Internet geguckt habe und gesucht habe, welchen Anime ich als nächstes gucken kann, weiß ich nicht, da muss ich so um die 12 gewesen sein. Da war Neon Genesis Evangelium schon in aller Munde, jeder kannte es und das Ende hat noch so polarisiert, das weiß ich noch, dass das sehr umstritten war und ich wusste halt nie was darüber und jetzt haben sie eine Neuauflage gebracht und ich dachte mir, ach komm, ich muss das jetzt unbedingt mal wissen, was da los ist, wie die Geschichte ist und was es mit diesem Ende auf sich hat. Auf jeden Fall habe ich mir den Schuber noch zusätzlich dazu geholt und oh, ich finde den so geil, der sieht so cool aus. Und hier sind auch noch Extras drin, die zeige ich euch auch nochmal. Auf jeden Fall habe ich hier einmal ein Poster drin, was ich auch sehr schick finde. Nichtsdestotrotz werde ich es mir nicht aufhängen, aber es ist sehr cool. Es sieht schon sehr, sehr cool aus. Und dann habe ich noch mehrere Postkarten, die auch super, super schick sind. Also ich finde den Zeichenstil von dieser Reihe richtig toll, muss ich sagen. Vor allen Dingen, wenn man mal bedenkt, wie alt das ist schon. Also ich finde den mega, wirklich. Und ich habe mich so gefreut, dass so viele Extras dabei waren. Da hat sich auf jeden Fall das Geld gelohnt, muss ich sagen. Auf jeden Fall kommen wir zu dem Wichtigsten, und zwar dem Manga. Und oh mein Gott, hat der eine geile Quali. Also der fühlt sich so gut an. Und ich war richtig glücklich, als ich das ausgepackt habe, weil es so schön ist, wenn man halt wirklich viel Geld bezahlt für sowas. Also, was heißt viel Geld? Aber also, dass sich das halt rechtfertigt, wenn man so viel Geld bezahlt. Weil ich kenne halt viele, zahlt man drauf, um irgendwie Postkarten zu haben, die nicht mal so krass hochwertig sind. Und hier hat man halt einfach super viele Farbseiten, einen Schuber. Die Seiten an sich sind so viel dicker als bei normalen Manga. Und das ist einfach richtig cool. Das hat Carlsen richtig cool gemacht. Das sieht so schön aus, muss ich euch sagen. Ich meine, die ist 98 rausgekommen, aber ihr könnt mich gerne mal korrigieren in den Kommentaren, falls es nicht stimmt. Und diese Reihe spielt ja im Jahre 2015 und das ist so interessant, wie sich die Menschen damals die Zukunft vorgestellt haben, so mit Kampfrobotern und so, was ja natürlich nicht so ist, aber es ist einfach so witzig irgendwie. Auf jeden Fall geht es hier im Großen und Ganzen darum, dass die Welt so gesehen in einem Kriegszustand ist, denn hier ist es so, dass ich sag mal, außerirdisches Leben, das sind diese Dinger hier. Ich muss zugestehen, dass ich gerade den Namen nicht richtig weiß, aber im Ersteindruck weiß ich ihn wieder, da werde ich ihn euch dann sagen. Auf jeden Fall sind die sehr gefährlich für die Menschheit und es gibt dann eine so gesehen Armee, die mit Hilfe von Kampfrobotern, nenne ich sie jetzt einfach mal, diese bekämpfen kann und für diese Kampfroboter braucht es spezielle Piloten. Auf jeden Fall werden diese Kampfroboter mit Hilfe von den Gedanken, meine ich, kontrolliert. Und unser Protagonist hat eigentlich jahrelang nichts von seinem Vater gehört und dieser möchte jetzt zu Beginn der Geschichte, dass er Pilot eines Kampfroboters wird. Und unser Protagonist ist gerade mal 14 und ich habe jetzt auch schon öfter mal gelesen, dass der Protagonist gar nicht so gut ankommt, weil er, ich glaube, eine Heususe ist. Aber ich kann es voll nachvollziehen. Der Junge ist 14, hat Ewigkeiten nichts von seinem Vater gehört. Dann kommt der Vater um die Ecke und sagt, ja, hi. Ich möchte, dass du bitte in Krieg ziehst mit einem Kampfroboter. Und ich war übrigens die letzten Jahre, hatte ich keinen Bock auf dich. So richtig, ey, ich kann voll verstehen, ich würde mich genauso verhalten. Gerade wenn ich 14 bin. Da war ich auch so, Mann, was für ein schlechter Vater, ey. Aber wirklich so cool. Ich finde den Zeichenstil toll. Mir hat der Anfang sehr gut gefallen. Ich bin gespannt, wie die Geschichte weitergeht. Und ja, ich freue mich mega über diese super, super, super schöne Auflage. Wirklich richtig toll.
Da kann ich Karls nur loben. Also ich kann es jedem nur empfehlen. Diese Neuauflage ist so schön. Und ich fand den ersten Band wirklich sehr, sehr gut. So, dann kommen wir zum letzten Verlag. Und es ist wieder Tokyopop. Denn ich habe mir 10 Bände hier gekauft. Und hier macht den Anfang der zweite Band von Angels of Death. Und ich habe mich so gefreut, da weiterzulesen. Weil ich finde auch diese Reihe wirklich so cool. Zwar gehen hier auch die Bände leider Gottes super schnell durchzulesen, weil die sehr, sehr dünn sind. Aber ich mag irgendwie dieses Feeling. Es ist überhaupt nicht gruselig, muss ich sagen. Also für mich ist es gar kein Horror. Irgendwie ist es eher so Mystery angehaucht und halt ganz interessant irgendwie. Aber ich finde es überhaupt nicht gruselig. Aber auf jeden Fall ist es hier eher so im Band thematisch, weil die Protagonisten gehen ja so gesehen von Ebene zu Ebene. Und auf jeder Ebene wartet ein Psychopath, der sie umbringen möchte. Und auch hier in diesem Band ist das so. Aber man erfährt so ein bisschen was über unsere Protagonisten und deren Vergangenheit, was ich auch sehr cool finde. Ich bin sehr gespannt, was dahinter steckt. Und ja, ich finde die Reihe mega. Ich freue mich total auf die nächsten Bände. Und ich finde einfach auch das Design von diesen Bänden so unsagbar schön. Deswegen, ich kann es nur empfehlen. So, und dann, ich weiß gar nicht, wann ich es gesagt habe, ob es in meinem letzten oder in meinem vorletzten Neuzugänge-Video war. Ich habe euch schon gesagt, dass ich bei Fire Force gerne den Anime gucken möchte, um wieder reinzukommen, weil mir die letzten Bände nicht gut gefallen haben, weil ich einfach auch vergessen habe, worum es ging. Und dann habe ich mir den Anime angeguckt und fand ihn einfach mega, muss ich euch sagen. Der war wirklich richtig gut. Und daraufhin habe ich mir weitere Bände gekauft. Und zwar die Bände 17 bis 22 und habe die auch alle weggelesen. Ich muss auch sagen, ich schäme mich wirklich dafür, dass ich die Reihe ein bisschen gehatet habe, weil ich auch einfach die Zusammenhänge nicht mehr richtig verstanden habe. Es gab Anfang der Reihe eine sehr, sehr lange Pause, also die war wirklich lang. Und diese hat irgendwie dazu geführt, dass ich da total rausgekommen bin und überhaupt keine Verbindung mehr zu dieser Reihe gefunden habe. Aber der Anime war wirklich richtig gut und der war auch richtig gut animiert und super spannend und hat auch wirklich, ich glaube, bis Band 20 geht der insgesamt, alles adaptiert. Vielleicht sind ein paar einzelne Szenen jetzt nicht drin, das kann ich euch jetzt nicht mit hundertprozentiger Sicherheit sagen. Aber es hat mir wirklich sehr geholfen, diese Reihe in einem anderen Licht zu sehen. Und manchmal bringt der Anime halt einfach mal was, obwohl ich ein total krasser Manga-Leser bin, muss ich hier sagen, hat der Anime wirklich super gut geholfen, dass ich diese Geschichte nochmal besser verstehe und lieber mag. Und deswegen habe ich mir insgesamt 6 Bände von dieser Reihe geholt und sie alle verschlungen im Januar. Und es war wirklich sehr, sehr cool. Also ich hätte nie gedacht, dass mir dann doch Fire Force noch einmal so gut gefällt. Und ich bin so glücklich darüber, dass das so ist. Von daher alles richtig gemacht. Und ich freue mich wirklich, weil hier wird es so spannend. Und es wird zumindest irgendwo vermutet, ich habe es gelesen, eventuell Verbindungen zu Suite haben, deswegen war ich sowieso Feuer und Flamme dafür. Und es ist auch, muss ich gestehen, weitaus komplexer als das Soul Eater Universum, denn hier gibt es halt viele Organisationen, die einen anderen anderes Motiv haben für diese Flammenwesen, die erschaffen wurden. Dann gibt es noch das Geheimnis hinter Amaterasu, was gelüftet werden muss und wie das befeuert wird. Und es ist einfach so unsagbar gut. Also wirklich, ich bin echt begeistert davon, dass dieser Anime es einfach nochmal wettgemacht hat. Und es ist auch erstaunlich brutal, muss ich euch sagen, weil hier gibt es Kämpfe, wo ich dachte, what? Also hier sterben wirklich auch Charaktere. Und manche sterben auf nicht so schöne Weise. Gerade in den letzteren Bänden. Ich war wirklich überrascht darüber. Und ja, ich bin absolut begeistert von der Reihe und ja, ich freue mich. Ich werde mir definitiv nächsten Monat ein paar mehr Bände davon holen, weil ich es einfach so feiere. Und was soll ich sagen? Ich weiß nicht, warum ich die so gehatet habe am Anfang, die Reihe, aber jeder kann dazu lernen. Jeder kann eine Reihe trotzdem noch lieben lernen und das hat es mir irgendwie gezeigt. Man muss halt manchen Reihen einfach eine zweite Chance geben. Dann kommen wir zu Hatsuharu Band Nummer 9 und hier war es auch wieder sehr, sehr cute. Also man merkt, dass es sich dem Ende zuneigt, weil hier geht es halt wirklich eigentlich nur noch darum, wie die Nebencharaktere ihre Beziehungen finden oder ihr Glück finden vielmehr. Und ja, das ist ganz niedlich. Ich lese es immer noch gerne. Ich bin gespannt, wer da, also man weiß eigentlich, wer mit wem zusammenkommen wird. Das ist jetzt auch keine Überraschung, aber wie sie denn halt zusammenkommen werden. Ich mag die Reihe, ich lese sie wirklich sehr, sehr gerne
Und ja, es ist einfach wirklich so eine Feel-Good-Reihe für zwischendurch und kann ich euch jedem empfehlen. Dann geht's weiter mit Eiko und die Wölfe des Zwielichts. Und ich fand den zweiten Band wirklich cool. Hätte ich nicht gedacht, aber der war wirklich nicht schlecht. Ich bin total gespannt. Ich kann überhaupt nicht einordnen, was das Motiv des Protagonisten richtig ist. Also ich finde es super cool. Ich finde auch mega spannend, was der Mafia-Vater unserer Protagonistin vorhat. Es ist einfach mega interessant, diese Mafia-Beziehungen zu erforschen und halt auch die Beziehung, die sich aufbaut zwischen der Protagonistin und dem Protagonisten und dem Nebenbuhler. Das ist ja dieser hier. Es ist ganz cool. Und im nächsten Band ist die Reihe auch schon abgeschlossen und mir gefällt sie. Ich werde sie auf jeden Fall zu Ende lesen und bin gespannt, wie das dann alles ausgehen wird. Dann kommen wir zum letzten Band für dieses Neuzugänge-Video und das ist Yona, Band Nummer 36. Und hier habe ich mir die Limited Edition geholt mit dem Fanbook. Und ich bin auch froh, dass ich das gemacht habe. Ich fand das wirklich richtig, richtig cute. Auf jeden Fall bleibt es weiterhin total spannend. Es ist so cool zu erfahren, wie es jetzt mit Suwon weitergeht. Und ich kann hier immer so wenig erzählen, weil ich will überhaupt keinen spoilern. Es ist gerade in so einer spannenden und heißen Phase, sagen wir mal so. Aber auf jeden Fall kam noch ein Charakter im letzten Band dazu, der Suwon in einer gewissen Weise ähnlich ist oder nahesteht. Und das fand ich auch super cool, wie es da weitergeht. Und oh. Also diese Reihe ist wirklich krass und ich mag sie sehr, sehr gerne. Aber in dem Fanbook kann ich ein bisschen noch rumblättern, weil hier geht es so ein wenig darum, wie es wäre, wenn Yona Schülerin wäre und wie das so in einer normalen Welt, in unserer Welt aussehen würde. Und das fand ich super süß zu lesen. Auch die ganzen Zeichnungen finde ich hier sehr, sehr schön. Also wirklich richtig, richtig toll und es ist einfach so süß. Vor allem, ich würde von der Mangaka wirklich auch sehr gerne einen Shoujo lesen, der einfach in der Schule spielt, weil sie einfach so super zeichnen kann und die Charaktere sehen toll aus. Hier finde ich zum Beispiel auch die Klamotten von Yona richtig, richtig süß und irgendwie hat sich das richtig gelohnt. Da habe ich mich sehr, sehr gefreut über das Fanbook und ich liebe Yona. Es ist so toll und kann ich jedem empfehlen. So, das war's mit meinem Neuzugänge-Video für den Monat Januar. Und schreibt mir doch sehr, sehr gerne in die Kommentare, was ihr euch so geholt habt im Januar. Wie hat euer Jahr gestartet? Habt ihr genauso viel gekauft wie ich? Weil wenn ich jetzt so gerade meinen Stapel im Hintergrund betrachte, habe ich doch ganz schön übertrieben irgendwie. Auf jeden Fall freue ich mich sehr über die Sachen, die bei mir neu eingezogen sind. Aber ich freue mich umso mehr, wenn ich euch in meinem nächsten Video wieder sehe. Bis dahin. Tschüss.